Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute soll es um die T-Side auf Inferno gehen. Die CT-Side hat ja schon über 10 Minuten gebraucht und die T-Side ist um einiges komplexer, deshalb will ich mich hier ein bisschen beeilen, sage ich mal. Also zumindest nur einen groben Überblick geben. Wie auch schon bei der CT-Seite soll es kein Utility-Guide werden. Ich zeige zwar ein paar Nades, aber nur die wichtigsten. Genau, erstmal wieder zum Aufbau, habe ich ja schon bei meinem ersten Video gesagt. Hier, es gibt einmal die Mitte, wo man zu Long und zu Short kann, die Banane zu B und die Second Mid zu Apps. Ich fange erstmal mit B an, mit Banane. Also der Default normalerweise in T-Side ist so, dass zwei Banane einnehmen. Einer steht hier auf T-Stairs, guckt die Mitte hoch und zwei gehen hier Second Mid und nehmen Banane ein. Das kann man so als Default nehmen, wobei es da auch hunderte Variationen gibt, aber das kann man mal so sagen. Wenn ihr B exekuten wollt, ist das erste Wichtige, was ihr machen müsst, Banane einnehmen. Worauf ihr erstmal achten müsst. Vor allem die AWP, die kommt. AWP spielt auf zehnter Seite oft B, das heißt, die geht hin, piekt hier und will euch halt pieken, wenn ihr Banane reingeht. Um das zu verhindern, solltet ihr als Terrors einfach eine Molly schmeißen. Wenn ihr die Molly hier so zwischen die Rille schmeißt quasi, dann ist sowohl hinterm K gemollied als auch vorm K. Das ist ja kein K mehr, aber so hieß es zumindest damals. Und dann kann die Orb zumindest, wenn sie piekt, wird sie halt im Molly stehen. Allerdings wird sie in vielen Fällen trotzdem pieken. Das heißt, wenn ihr Banane einnehmt, am besten schmeißt ihr eine Molly und dann wartet ihr erstmal ganz kurz. Ihr könnt es auch kombinieren, indem ihr einfach eine Molly schmeißt und dann eine Flash. Falls nämlich jemand pusht und dann könnt ihr reingehen, dann drängt ihr alle zurück, die da sind. Dann kommt ihr zumindest mal bis hierher. Ab hier wird es allerdings ein bisschen schwer, weil oft stehen die CTs, wenn sie aggressiv stehen, einmal so. Einer vielleicht so. Und wollen euch halt aufhalten. Deshalb, sobald ihr hier oben steht, ist es wichtig, dass ihr von dem zweiten Spieler eine Flash bekommt. Vor allem, wenn ihr hier so eine Flash bekommt, die an die Wand hier hinten abprallen lassen und zurückgehen, weil wenn er hier steht, er muss entweder die Flash dodgen oder er wird geflasht, genau wie der Typ, der hier steht. Natürlich ist die unvorteilhaft, weil man die eben dodgen kann. Es gibt einen Line-Up, wo die quasi perfekt hinter der Wand hier poppt, sodass der Spieler hier einfach rausgehen kann. Aber wenn ihr euch unsicher seid, so wie ich, vielleicht einfach hier gegen die Wand, funktioniert genauso. Der hier steht, muss dann einfach quasi nach der Flash hier so rumziehen, hinter Sandbags checken und hier und entweder hier hinter Sandbags kriegt ihr einen Frag oder die haben sich einfach zurückgezogen. Wenn sie sich zurückgezogen haben, wird wahrscheinlich hier eine Flash liegen, eine Smoke liegen, aber ihr habt zumindest Banane eingenommen. Wenn ihr hier alleine seid und keinen Mate habt, könnt ihr euch natürlich auch selber flashen. Die Gegner werden das vielleicht dodgen, aber sie müssen es dodgen. Das heißt, sobald ihr Flash ist, müssen sie so machen. Ihr müsst dann nur aufpassen, dass wenn die Flash gepoppt ist und ihr rumgeht, dass ihr vielleicht danach piekt. Dann müsst ihr hier einen Engel drauf halten, genauso wie hier. Hier ist halt ein gutes Crossfire-Setup für die CTs. Wenn die gleichzeitig pieken, dann habt ihr eventuell ein Problem. Wenn ihr hier in diese Ecke geht, könnt ihr gegen den hier fighten, ohne dass der hier euch sieht. Aber natürlich, wenn er Bescheid weiß, kann er hier auch einfach bangen. Ansonsten steht, wie gesagt, oft an dieser Ecke eine AWP, also lohnt es sich auch zu zweit oder zu dritt einfach mal so eine Nade zu schmeißen auf die AWP, die da steht. Wenn es zwei, drei machen, ist es immer gut. Alternativ natürlich in die Ecke hinten rein. Ihr solltet euch auch nicht zu schade sein, auch mal einen Molotov zu schmeißen, entweder hier out oder auch hier. Und wenn ihr beides macht, umso besser, weil dann ist der Typ hier einfach dead. Ihr müsst natürlich aufpassen, dass er sich nicht hier drin verkriecht. Wenn ihr dann richtig eine mit Schmackes dran werft, dann geht die überall hin. Dann ist es safe. Sobald ihr hier oben seid und hier eine Smoke liegt oder auch nicht, müsst ihr euch aufpassen, dass die CTs sich nicht reinflashen, weil wenn die CTs sich reinflashen, können die hier, das war keine gute Flash, aber ja, ihr wisst Bescheid, könnt ihr hier gefickt werden, wenn ihr so steht, ihr werdet geflasht, ihr kommt raus und killt euch. Deshalb am besten einen entweder hier so abstellen oder einen so abstellen. Wenn ihr alleine hier seid, würde ich vielleicht nicht unbedingt so stehen, weil sonst oft sneaken die CTs auch einfach mal hier durch, zumindest auf höheren Elos. So, dann geht's ans B-Executen. Im Endeffekt das Wichtigste beim B-Execute ist, einmal hier eine Smoke hinzulegen. Das ist sehr, sehr wichtig, weil oft einfach hier einer steht, ein CT. Der muss dann entweder durch die Smoke durchgehen oder einmal außen rum gehen und von Coffins sein. Wenn die Gegner eine AWP haben, die AWP ist zu 90% hier auf Coffins und aimt rein. Das heißt, nicht einfach so da reinlaufen. Was ihr dagegen machen könnt, ist natürlich einfach eine Flash hier rüber oder eine Flash auf Roof für die Side. Die ist auch immer gut, wenn dann jemand hier steht auf der Seite, der ist immer flashed. Und wenn ihr hier pusht, seid ihr nicht flashed. Das heißt, so eine Roof Flash, wenn eure Mates pushen, einfach mal hier hochschmeißen, ist sehr gut. Wie gesagt, hier eine Smoke. Wenn ihr Coffins nicht flashen könnt, gibt es hier zum Beispiel eine Molly, indem ihr einfach hier an der Wand entlangläuft, bis dieses Holz mit der Wand zusammen ist. Dann Jump Throw. Genau so, Jonas. 64 Tick und so. Dann ist das weggemollied. Alternativ könnt ihr natürlich auch
Coffin Smoken, indem hier ans Holz geht und sozusagen diese beiden Köpfe hier verbindet und Smoke schmeißt. CT Smoke könnt ihr von hier zum Beispiel schmeißen. On top of this, auf dieses Rauch. Ja? Einfach mal so. Von hier geht es natürlich auch, indem ihr diesen rechten Pfad nach oben ans Seil verlängert. Also da gibt es Haufen Lineups. Aber dieses Smoke bzw. Molly und dieses Smoke ist wichtig. Wenn ihr auf Side kommt, wo können die Gegner da sein? Erstmal Dark. Hier oben sind sie oft. Also das am besten auch checken. Hinter Fountain sind sie oft. Dann hier, hier, hier hinten. Und natürlich an den beiden Boxen sehr oft. Der erste, der hier rennt, ich empfehle auch hier so close an der Smoke lang zu laufen. Der erste, der hier rennt, kann in den Pool gehen, aber bitte nicht alle nacheinander Pool gehen, sondern dann auf die Side hochgehen. Alles checken. Natürlich habt ihr hier Probleme, wenn ihr auf die Side kommt, weil ihr müsst euch die ganze Zeit flippen und überall hingucken. Aber wenn ihr die ganze Zeit hier drin steht und kein Frag fällt, dann bringt das euch auch nichts. Wenn ihr eine Molly habt, dann könnt ihr natürlich auch eine Molly hier einfach mal so hinten reinschmeißen. Oder hier, wenn hier links oder hier rechts davon, weil hier steht fast immer einer. Und der zweite kann auch mal so um die Ecke laufen, wenn hier eine Smoke liegt zum Beispiel. Kann einfach mal so hier um die Ecke laufen, weil oft sind die Gegner hier oben geboostet. Hier oben drauf. Hier. Und der vierte oder so kann auch, während die Pushes kommen, so hier ein bisschen up-aimen. Nicht allzu lang, aber einer muss immer ein bisschen hier drauf achten, weil oft gehen die Gegner mit einer Flash oder so hier durch und versuchen Kills zu machen, deshalb immer einer, der darauf achtet. Wenn ihr pushen müsst, weil die Zeit wirklich knapp ist und hier liegt eine Smoke, könnt ihr ziemlich sicher davon ausgehen, dass ein CT hier so sitzt. Das heißt, einer kann vielleicht sagen, ich flash hier und dann flash ich so hier und renne dann durch. Dann ist der Jeep halt full, aber ja, darauf müsst ihr auf jeden Fall achten, dass da hinten dran einer stehen könnte. Und das war eigentlich auch schon alles, was ich über B sagen will. Ach, nur Afterplant ist halt wichtig, dass wenn ihr plantet, am besten irgendwo hier oder hier. Oder wenn ihr könnt hier, weil dann könnte sich einer in Banane aufhalten und dann eben den Diffuser stoppen. An sich am besten nicht in CT einfach reinpieken, weil wie oft steht da eine Ave oder irgendwas und ihr werdet gefragt unnötig. Wenn ihr hier steht, ein bisschen vielleicht Ruins juggeln, aber auch nicht zu viel, einfach nur euer Mate supporten. Wenn ihr Dark steht, einfach... Wie ist jetzt? Warum schmeiß ich meine Waffe weg? Einfach hier so halten, aber einfach nicht zu viel pieken wie in jeder Afterplant-Situation. Kommen wir also zur Mitte. Wenn ihr Mitte hoch pusht, passt auf, dass nicht hier einer late peakt. Das mache ich sehr gerne mit AWP einmal oder mit Deagle. So zack, killen und wieder zurück, weil wie oft rennen die Leute hier mit Messer hoch? Deshalb hier ein bisschen aufpassen. Oft ist auch hier gesmoked. Dann gibt es mehrere Möglichkeiten, um Mitte einzunehmen. Müsst ihr entweder lang oder short wegsmoken. Das ist klar, weil wenn ihr hier rausgeht, könnt ihr von beiden Seiten gekillt werden. Ihr könnt also, hier gibt es auch verschiedene Lineups. Sowas hier. Dann ist halt lang weggesmoked. Natürlich könnt ihr die auch freie Schnauze werfen. Da ist aber die Gefahr, dass es zum Beispiel irgendwann mal so eine liegt hier zum Beispiel. Und ihr hier rausgeht und hier steht aber einer und hat hier quasi eine Gap und zerstört euch alle. Deshalb, wenn ihr jetzt freie Schnauze werft, passt auf, dass sie ungefähr mittig liegt. Sonst könnt ihr damit einen ganzen Push verhindern. Sobald ihr eine Seite gesmoked habt, könnt ihr mit einer Flash... die einfach auf freie Schnauze zu werfen, ist easy. Könnt ihr rauspieken, den hier zurückdrehen. Hier steht sehr auf einer AWP. Das heißt, hier nicht ohne Flash oder so reinpieken. Ansonsten ist natürlich noch gern hinten einer. Da auch mal ruhig eine Molotow reinschmeißen. Also da muss man nicht sparen mit den Molotows. Genauso wie auf Short genauso. Da könnt ihr auch eine Molotow so reinschmeißen. Schadet nie. Ansonsten, wenn ihr pusht, passt auf, dass hier nicht geboostet ist. Passt auf, dass nicht hier einer drin steht. Sobald ihr Mitte habt, habt ihr viele Möglichkeiten. Sobald ihr Mitte habt, steht ein CT wahrscheinlich hier hinten, der andere CT in Pit und der andere hier. Das heißt, ihr habt dann erstmal Freiraum, aber achtet darauf, dass immer jemand die Dinger hält, nicht dass irgendwo dann einer wieder aggressiv geht. Wenn ihr hier steht, könnt ihr zum Beispiel sowas hier machen. Das Smoked Library weg. Und dann könnt ihr die Gegner im Dunkeln lassen, weil der, wo hier steht, okay, die war jetzt nicht gut, die war natürlich perfekt für den CT, der kann den hier so halten. Ich glaube, das liegt aber am 64 Tick, weil ich meist die immer und liegt eigentlich. Auf jeden Fall, wenn die hier liegt, ihr könnt B-Split machen, also durch CT-Spawn zu B gehen, wenn ihr noch jemanden Banane habt. Ihr könnt aber auch einfach warten und nichts tun, die Gegner denken, okay, was passiert jetzt, und ihr sneakt zurück zu B. Oder ihr geht dann in Apps und wartet, die Gegner denken, ihr seid B, aber ihr kommt dann aus Apps raus, etc. Also von Mitte kann man sehr, sehr viel machen. Wenn ihr, um Apps einzunehmen am Anfang, müsst ihr aufpassen, dass erstens hier gehen oft CTs aggressiv, oft gehen auch hier oben CTs aggressiv am Start der Runde, da also drauf achten. Wenn ihr hier hoch geht, kann natürlich hier manchmal welche stehen. Hier, hier. Und Boiler kann einer pieken. Also am besten geht ihr so hier so ein bisschen hoch, guckt, dass Boiler nichts ist. Checkt hier ein bisschen. Und dann das Wichtige ist so. Wenn ihr so macht, seid ihr in vielen Fällen tot, weil hier eine AWP zum Beispiel steht.
Das Beste, was ihr machen könnt, ist mit einem Mate zusammen runterzählen. 1, 2, 3. Beide pieken links und rechts. Gibt dem AWP-Spieler einen Headshot, auch wenn er einen kriegt, hat was wert. Sobald der Apps-Spieler tot ist, könnt ihr rennen hier und könnt Short holen etc. Könnt viel machen. Aus Apps gibt es eigentlich nicht viel zu wissen. Es gibt diesen eine Chimney-Flash, also Schornstein-Flash. Einfach hier dran schmeißen, nichts Großes dabei. Die flasht hier die Leute in Pit, die flasht den hier oben, die flasht jemanden, der hier so steht. Und das ist auf jeden Fall eine sehr gute Support-Flash. Und im Endeffekt, wenn ihr hier seid, hier kann einer stehen, hier kann einer stehen, hier kann einer stehen, es kann einer hier auf der Kiste stehen, rein aim in Graveyard. Also hier ist es nicht so schön rauszugehen, deshalb könnt ihr hier nur mit euren Mates machen, gut paar gute Flashes. Es gibt auch eine gute Support-Flash von Mitte, indem ihr einfach hier einfach zwischen diesen Dingern da lauft und werft. Das ist die Flash hier alles auf A. Wenn hier zwei so kommen, einer über den Schornstein, dann könnt ihr hier schön aus Apps raus und einfach zerstören. Genau, am besten, wenn ihr Short pusht, dass immer noch mindestens einer Apps ist, der halt oben cleart. Wenn ihr Short pusht, einer ist wahrscheinlich hier und könnte sein, dass er peakt oder vom Fahrrad oben. Oft schmeißen die hier auch Mollys, da müsst ihr dann halt aufpassen. Und eine gute Sache ist, ihr könnt euch hier hinsetzen und den Mate hochboosten. Wenn ihr den Mate hier hochgeboostet habt, hat er natürlich eine geile Angle in Pit, die nicht gepreamt wird. Er kann natürlich auch hier hochspringen, kann weitergeben, kann auch hier hochspringen. Hat also von hier oben gute Möglichkeiten zu fraggen. Wenn ihr Short pusht, was nicht schlecht ist, ist hier eine Smoke hinzuschmeißen. Dann kann natürlich hier noch eine, oder vielleicht sogar am besten noch hier. Habe ich leider auch kein Line-Up, einfach mal so eine zu schmeißen. Wo einer sein kann, ist hier. Lang kann einer euch töten. Im besten Fall habt ihr aber auch eine Smoke. Die kann man auch von hier schmeißen, zeige ich euch ganz kurz. Hier in die Ecke, an den Blumentopf und einfach schmeißen. Gibt es auch verschiedene Line-Ups, aber die funktionieren jetzt soweit. Also hier. Dann kann er noch hier pieken, das passiert auch oft hier. Dann hier natürlich auf Side, hier in der Ecke, dann natürlich hier links oben und hier. Da stehen oft welche, ansonsten steht immer einer in Pit, hier irgendwo. Und Graveyard müsst ihr auch aufpassen und natürlich auf der Side hinten. Im besten Fall ist natürlich, wenn ihr Short pusht, dann noch einer hier in Apps, der rauskommt, hier oben cleart, hier unten cleart, hier runter springt und alles cleart. A-Pushen ist halt am schwierigsten, weil hier so viele Engel sein können. Ihr könnt übrigens hier auch bangen. Wenn ihr das Line-Up wisst, ich kann es leider nicht so gut hier einfach mal so reinschießen, aber habe ich noch nie einen gekillt tatsächlich. Ich habe schon ein paar Mal probiert, aber habe es noch nie hinbekommen. Aber bestimmt ein paar, die schaffen. Ansonsten könnt ihr natürlich auch eine Molly schmeißen. Eine Molly in Pit ist immer gut. Ja, und das ist eigentlich jetzt erstmal alles, was ich über Terror-Sites sagen will. Also ich hoffe, ihr habt ein bisschen einen Überblick bekommen, was für Möglichkeiten es gibt. Ihr könnt natürlich auch rappen, ne, paar lang, paar short, aber ja, gibt hunderte Möglichkeiten. Wie gesagt, ich will das Video nicht super lange in die Länge ziehen. Ich hoffe, ihr könntet was lernen und ein Like und ein Abo wären super. Und viel Spaß beim Ranked. Haut rein.